Herzlich willkommen zum DFA Gildentipp Nummer 7. Heute zeige ich euch wieder ein kleines Sprungrätsel. Der ein oder andere mag sich vielleicht fragen, ach Mensch, immer diese Sprungrätsel, kann man nicht mal was Richtiges machen? Aber keine Angst, die richtigen Tipps, die kommen auch noch. Nur zurzeit habe ich ein großes Projekt in Planung, was einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Trotzdem möchte ich euch natürlich jede Woche einen Gildentipp präsentieren. Deswegen erstmal die ganzen Sprungrätsel vorneweg. Außerdem gibt so ein Sprungrätsel ja einen Erfolgspunkt oder Erfolgspunkte. Und Erfolgspunkte geben Belohnungstruhen. Also lohnt sich das Ganze. Es geht einfach aufzunehmen, macht Spaß und ohne groß zu reden, springen wir gleich ins Spiel. Wir befinden uns am Eingang der Dämonenraubengruben und zwar in Königenthal. Ich zeige euch das Ganze auf der Karte. Hier unten bei diesen ganzen Pferdemenschen, wo dieser Fertigkeitspunkt ist, da in der Nähe ist dieser Eingang. Ihr kommt also zum Beispiel von der Wegmarke Gottloser Sumpf, rennt einmal hier oben gemütlich über die Wiese, schleicht oder schlagt euch an den Pferdemenschen vorbei. Und hier, wo dieser kleine Punkt ist, da ist der Höhleneingang zum Sprungrätsel. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Hier sehen wir auch die ersten nicht Dämonenraupen, sondern normale Raupen. Die sollen uns aber nicht vom Sprungrätsel abhalten. So, angekommen in der Höhle gibt es mehrere Wege. Ihr könnt zum einen hier rüber hüpfen, landet dann hier hinten und habt hinten noch eine kleinere Truhe. Die soll uns aber für den Erfolg des Sprungrätsels nicht wirklich dienlich sein, deswegen machen wir es auf die kurze Variante und springen einfach rechts herunter, laufen hier drüber und halten uns am Gang immer rechts. Hier nochmal kurz über die Steine gehüpft, auch nichts Anstrengendes. Ich muss nur kurz gucken, wo es jetzt lang ging. Genau, wir halten uns erstmal links. Haben hier ein paar Schattenskelks, die es mal kurz zu hauen gibt, sowie ein paar Fledermäuse. Sammeln das Ganze ein und es gibt ja Loot. Und merken, dass wir eigentlich falsch sind, denn wir müssen hier lang. Also kurz über die ganzen Steinchen gehüpft. Und nochmal ein paar kleine hinterlistige Skelks getötet. Und schon befinden wir uns hier an einer recht dunklen Stelle. Wo ich den Eingang, da ist er schon. Dieser Eingang ist wirklich sehr gut versteckt. Also wenn ihr, wie gesagt, hier in diesen dunklen Raum kommt, ist dieser Eingang rechts, der von vorne nicht zu sehen ist. Aber dann doch recht leicht zu finden, wenn man es weiß. Geht hier weiter durch den engen Gang. Und kommt hier zu einigen Gegnern. Solltet ihr einen Charakter mit niedrigem Level haben, ist vielleicht eine kleine Gruppe gar nicht mal so verkehrt. Denn das kann dann doch schon recht nervig werden, diese ganzen Gegner auch glatt zu hauen. Mit einem hochgelevelten Krieger ist das in der Regel eigentlich kein Problem. Auch wenn man jetzt nicht komplett auf Schaden bzw. Berserker geht. Aber man soll ja niemals nie sagen, ich habe auch schon die leichtesten Gegner bezwungen. Und so gut sieht es hier gerade auch nicht aus. Ha. Ich sag ja, man soll niemals nie sagen, doch den Gegner machen wir schnell noch weg. Haben dann hier bis auf den winzigen Schleim unsere Ruhe. Und haben hier die gewaltige Truhe. Und das Sprungrätsel damit geschafft. Also solltet ihr mal wieder für einen täglichen Erfolg ein Sprungrätsel brauchen und das in Löwenstein ist euch vielleicht zu fad, dann nehmt halt das hier. Das geht mindestens genauso schnell. Ihr könnt das dann über diese Höhle einfach hier oben wieder verlassen. Seid also auch wieder schnell genug draußen, ohne euch porten zu müssen. Ist ja im Grunde bei allen Sprungrätseln in Guild Wars 2 der Fall.
So, schnell wieder ans Tageslicht gekrabbelt. Es regnet wunderbar. Das ist ja bei dem warmen Wetter vielleicht auch mal eine nette Abwechslung. Hier unten seht ihr die ganzen Pferdemenschen. Den Fertigkeitspunkt, falls ihr noch nicht habt, natürlich auch gleich mitnehmen. Und das war das Sprungrätsel Dämonenraupengruben in Königenthal. Wir sehen uns zum nächsten DFA-Gildentipp. Euer Olli.